Es waren dunkle Zeiten angebrochen. Seltsame, feindselige Kreaturen trieben ihr Unwesen, verwüsteten Dörfer und töteten unschuldige Menschen. Jede Nacht kamen mehr von ihnen. Sie wurden zu einer riesigen Plage, die das Land heimsuchte. Jeder, der versuchte, sich ihnen in den Weg zu stellen, wurde getötet. Doch eines Tages passierte etwas. Eine Gruppe mutiger Kriegerwesen stellte sich der Bedrohung und kämpfte gegen diese Kreaturen. Alle Erwartungen zum Trotz konnten sie trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit den Kampf für sich entscheiden und die Kreaturen in die Flucht schlagen. Aufgrund dieses glorreichen Sieges wurden die Kämpferwesen und vor allem ihr Anführer, ein Mensch namens Manfred, vom gesamten Volk als Helden angesehen. Sie baten Manfred sogar die Königswürde an. Wenige Tage später wurde die Krönungszeremonie vollzogen und Manfred wurde zum neuen Herrscher über das gesamte Land. Er brachte neuen Glanz in das noch vom Kampf gegen die Kreaturen angeschlagene Land. Leider war seine Regentschaft nur von kurzer Dauer, da er schon ein Jahr nach seiner Krönung schwer erkrankte und die Ärzte jegliche Hoffnung aufgegeben hatten. Seine Tochter Laura verspricht ihrem Vater am Sterbebett, dass sie einen würdigen Nachfolger für ihren Vater suchen würde. Seitdem sind mehrere Monate vergangen und sie ist immer noch nicht heimgekehrt. Der letzte Wunsch des Königs ist demnach, vor seinem Tod seine Tochter noch ein letztes Mal zu sehen und seinen Nachfolger persönlich zu krönen. Deshalb zieht sein Berater Tim los, um sowohl die Tochter des Königs als auch einen möglichen Nachfolger zu finden. Auf seinem Weg findet er viele mögliche Thronfolger, aber kann sich nicht entscheiden. Deshalb bringt er jeden Einzelnen in das Königreich, damit diese 32 Leute sich beweisen und zeigen, wer der rechtmäßige Thronfolger ist. Dadurch entstand das King Battle.